Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Heute im Studio Judith Rakers. Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie zur Tagesschau. Die Präsidenten der Türkei und Russlands, Erdogan und Putin, haben einen Neustart in den Beziehungen ihrer Länder ausgerufen nach Monaten der Eiszeit. Bei einem Treffen in St. Petersburg stellten sie eine enge wirtschaftliche Zusammenarbeit in Aussicht. Das Verhältnis war seit dem Abschuss eines russischen Kampfjets durch die türkische Armee Ende vergangenen Jahres belastet. Die Wiederannäherung fällt in eine Phase von Spannungen zwischen Ankara und der EU, wegen Erdogans Kurs nach dem gescheiterten Putsch. Präsident Putin muss auf das Ende der Eiszeit warten und etwas Geduld beweisen. Dann der Händedruck, der die Verhältnisse zwischen Russland und der Türkei wieder normalisieren soll und doch unterkühlt wirkt. Erdogan dankt Putin direkt dafür, dass er dieses Treffen ermöglicht habe. Damit sind die Kräfteverhältnisse klar. Und es ist auch Putin, der den Neuanfang verkündet. Wir haben noch viel Arbeit vor uns, um die Handels- und Wirtschaftsbeziehungen wiederzubeleben. Der Prozess ist angestoßen, er wird aber seine Zeit brauchen. Diese Wiederbelebung wurde nötig, nachdem Ende November die Türkei einen russischen Kampfjet im Grenzgebiet zu Syrien abschoss. Ein Pilot wurde getötet. Die Situation eskalierte und Putin verhängte Sanktionen. Er stellte Charterflüge in die Türkei ein. Millionen russischer Touristen blieben aus. Im Juni entschuldigte sich Erdogan. Als wenig später das türkische Militär putschte, stellte Putin sich als erster Staatsmann voll hinter Erdogan. Der Weg aus der Krise war frei. Russland und Türkei wieder Seite an Seite. Das ist ein Signal an den Westen. Denn beide haben große Konflikte mit der EU und den USA. Ob Ukraine und Syrien im Falle Russlands oder Flüchtlingsabkommen sowie Säuberungsaktionen im Falle der Türkei. Für Putin ist die Versöhnung wirtschaftlich wie politisch von Vorteil. Und dem Westen mit der Allianz zweier harter Führer Angst zu machen, ist immer gut. Über die politische Zweckgemeinschaft hinaus verbinden Putin und Erdogan vor allem Wirtschaftsinteressen und Großprojekte, zum Beispiel die Gaspipeline Turkish Stream. Sie soll große Mengen Gas durch das Schwarze Meer direkt in den europäischen Teil der Türkei liefern. Ein Milliardenprojekt, an dem unter anderem Gazprom mitarbeitet. Im Gegenzug rechnet Erdogan mit der Aufhebung der russischen Sanktionen. Dass Russland wieder Charterflüge in die Türkei einführt und landwirtschaftliche Produkte von uns nimmt, daran wollen wir gemeinsam arbeiten, Schritt für Schritt. Das brennendste weltpolitische Thema aber haben die Präsidenten aufgeschoben: Syrien. Während Moskau das Assad-Regime stützt, fordert Ankara dessen Absetzung. Diese Uneinigkeit sollte den Tag der Annäherung offensichtlich nicht überschatten. Auch nach seiner Kür zum Präsidentschaftskandidaten bekommt der republikanische Bewerber Trump heftigen Gegenwind aus der eigenen Partei. 50 ehemals führende Sicherheits- und Außenpolitiker warnen in einem offenen Brief vor seinem Sieg. Trump könne einer der gefährlichsten Präsidenten der US-amerikanischen Geschichte werden, heißt es. Er zeige charakterliche Mängel und fehlendes Wissen über die Verfassung. Außenpolitisch mache Trump US-Gegnern Komplimente und verstöre Verbündete. An solche Szenen hat sich Donald Trump gewöhnt. Immer wieder gelingt es politischen Gegnern, seine Wahlkampfauftritte zu stören. Diese Aktivisten lässt der Rechtspopulist kurzerhand rauswerfen. Doch nun kommt Gegenwind aus ganz anderer Richtung. 50 prominente Republikaner warnen in einem offenen Brief, Trump sei nicht qualifiziert, Präsident und oberster Befehlshaber der Streitkräfte zu sein. Wörtlich heißt es, vielmehr sind wir davon überzeugt, dass er ein gefährlicher Präsident wäre, unter dem die nationale Sicherheit und das Wohlergehen des Landes Risiken ausgesetzt wären. Der ehemalige CIA-Mann Evan McMullen will nun kurzentschlossen gegen Trump antreten, obwohl selbst völlig unbekannt. Ich denke, der ist menschenverachtend, interessiert sich für niemanden außer sich selbst, ein Betrüger und Hochstapler. Auch im Kongress wächst der republikanische Widerstand gegen Trump. Maines Senatorin Susan Collins erklärt in einem Washington Post-Kommentar: Ich werde Donald Trump nicht als Präsident wählen. Es ist eine Entscheidung, die mir nicht leicht fällt. Ich bin mein ganzes Leben Republikanerin. Donald Trump spiegelt weder die historischen Werte der Republikaner wider, noch die inklusive Herangehensweise, die entscheidend ist, um die Spaltung unseres Landes zu heilen.
Erst jetzt, 90 Tage vor der Präsidentschaftswahl, wächst bei den Republikanern der Widerstand gegen Trump. Erstaunlich, schließlich posaunt der seine populistischen Parolen seit mehr als einem Jahr heraus und ist seinem Ruf treu geblieben. Entsprechend kühl kanzelt Trump seine parteiinternen Kritiker ab. Sie gehörten allesamt zur gescheiterten Washingtoner Elite. In Syrien droht das Leid der Bevölkerung in der umkämpften Stadt Aleppo noch größer zu werden. Nach UN-Angaben ist wegen der Gefechte inmitten einer Hitzewelle die Wasserversorgung für etwa 2 Millionen Zivilisten zusammengebrochen. Um die Versorgung wiederherzustellen, fordern die Vereinten Nationen eine Waffenruhe, zumindest aber eine wöchentliche 48-stündige Feuerpause. Die EU erklärte, sie befürchte eine der schwersten Tragödien im Verlauf des Syrienkrieges. Das Assad-Regime bekämpft in Aleppo mit russischer Luftunterstützung aufständische Gruppen. Wut und Trauer in Pakistan. In vielen Städten, wie hier in der Hauptstadt Islamabad, haben heute Rechtsanwälte gegen Terrorismus demonstriert. Anlass ihres Protestes ist ein Selbstmordanschlag gestern in Quetta, bei dem mindestens 70 Menschen ums Leben kamen. Viele Opfer waren Anwälte. Zu dem Anschlag hatte sich eine Splittergruppe der Taliban bekannt. Im rheinland-pfälzischen Mutterstadt ist ein Mann unter Terrorverdacht festgenommen worden. Nach Angaben der Behörden handelt es sich um einen 24-jährigen Asylbewerber aus Syrien. Es bestehe der Verdacht, dass er Anhänger der Terrororganisation Islamischer Staat sei. Der Zugriff erfolgte bereits am Freitag nach Hinweisen auf Anschlagspläne, die die Polizei in Nordrhein-Westfalen erhalten hatte. Zu den ersten Erkenntnissen jetzt ARD-Terrorismusexperte Michael Stempfle live aus Berlin. Der 24-Jährige war nach Informationen des ARD-Hauptstadtstudios bereits Anfang Februar über die Schweiz nach Deutschland angereist. Aufgefallen ist er schon damals. Bei einer Durchsuchung wurden auf seinem Handy mehrere Fotos entdeckt, die ihn mit Panzerfäusten und Maschinengewehren zeigen, vermutlich in Syrien. Auslöser für die Festnahme jetzt war ein Hinweis bei der Polizei in Duisburg. Ein Zeuge hatte gesagt, dass der 24-jährige Syrer in Anschlagspläne verwickelt sei, islamistisch motivierte Anschlagspläne zum Start der Fußball-Bundesliga. Die Polizei Nordrhein-Westfalen sagt, bislang habe es keine konkrete Bedrohungssituation gegeben. Sie wertet die Festnahme als Erfolg der Sicherheitsbehörden und der Generalbundesanwalt wartet die Ermittlungen in Nordrhein-Westfalen ab. Er hat das Verfahren zumindest noch nicht an sich gezogen. Immer mehr Flüchtlingen wird an der deutschen Grenze die Einreise verweigert. Im ersten Halbjahr 2016 waren es nach Angaben des Bundesinnenministeriums mehr als 13.000 Fälle. Jeder vierte Abgewiesene stammt demnach aus Afghanistan, gefolgt von Syrern und Irakern. Die Bundesregierung hatte im vergangenen September wieder Grenzkontrollen eingeführt. Ein junger Mann aus Afghanistan. Die Bundespolizei Rosenheim hat ihn in einem Zug aus Österreich aufgegriffen. Jetzt wird geprüft, ob er schon in einem anderen europäischen Land registriert ist. Falls ja, bringen sie ihn später zurück nach Österreich. Für ihn können sich die Beamten Zeit lassen. Anders vor einem Jahr. Da war dieser Anblick normal für die Bundespolizisten in Rosenheim. Zeit, jeden Einzelnen der Angekommenen zu befragen, hatten die Beamten nicht. And how old you are? 26. In Spitzenzeiten kamen im vergangenen Jahr bis zu 225.000 Geflüchtete pro Monat nach Deutschland. Im Juli 2016 waren es nur noch 4.500. Wir haben deswegen eine Entlastung im Bereich der Kontrollfolgetätigkeit, nämlich in der Bearbeitung und beim Registrieren, und können dann natürlich auch die Befragung beispielsweise in einer anderen Tiefe durchführen, wie das vorher der Fall war. Wann und warum haben Sie Ihr Heimatland verlassen? Eigentlich sei die Befragung Sache des Bundesamts für Migration und Flüchtlinge, kritisiert der Bayerische Flüchtlingsrat. Weil natürlich jede Person ihre eigene Fluchtgeschichte zu erzählen hat und man nicht per se Länder in sichere oder unsichere Herkunftsländer einteilen kann und es natürlich auch immer auf die Glaubwürdigkeit der Person ankommt. Das Bundesinnenministerium rechtfertigt die Arbeitsweise der Bundespolizei. Niemand werde zurückgewiesen, wenn er sagt, er suche in Deutschland Schutz. Der junge Afghane hat bereits einen Asylantrag in Österreich gestellt. Er wird zurückgewiesen. Wie etwa die Hälfte der Flüchtlinge, die in diesem Monat in Rosenheim angekommen sind. Das allgemeine Gleichbehandlungsgesetz muss nach Einschätzung von Experten nachgebessert werden. Die Leiterin der bundesweiten Antidiskriminierungsstelle Lüders erklärte heute, auch 10 Jahre nach Einführung des Gesetzes zögerten immer noch viele, ihre Rechte wahrzunehmen.
Die Regelung soll Menschen helfen, die am Arbeitsplatz oder im Alltagsleben benachteiligt werden, etwa aufgrund von Herkunft, Weltanschauung oder einer Behinderung. Das Fitnessstudio ist angeblich voll, die Wunschwohnung leider schon vergeben, befördert wird wieder ein Mann. Jeder Dritte hat schon Diskriminierung erlebt, etwa weil er oder sie einen fremdklingenden Namen hat, zu alt war, behindert oder schwanger. Hier hilft das Gleichbehandlungsgesetz, jeder kann klagen. In 10 Jahren gab es knapp 1400 Verfahren. Die Zahl klingt zunächst einmal nicht hoch, aber wir wissen, dass die Dunkelziffer hoch ist, dass Menschen, die Diskriminierung erfahren, oftmals noch nicht wissen, wie sie gegen Diskriminierung vorgehen sollen. Lüders hat ein Gutachten in Auftrag gegeben. Demnach sollten künftig nicht nur Einzelpersonen, sondern auch Behindertenverbände oder die Antidiskriminierungsstelle selbst klagen können. Die Union winkt bereits ab. Wir brauchen keine Sittenpolizei in Deutschland, wo Verbände sich bilden, die dann nichts anderes als Geschäftsmodellgedanken dahinter haben. Was aber, wenn nicht ein Vermieter oder Geschäftsinhaber, wohl aber sein Angestellter diskriminiert? Das Gutachten will Arbeitgeber insgesamt stärker in die Pflicht nehmen. Wirtschaftsverbände reagieren alarmiert. Wenn Sie beispielsweise den Vorschlag mal nehmen, dass für eine Pöbelei an der Kasse nicht nur der Täter, sondern auch der Unternehmer haftbar gemacht werden soll, dann zeigt das die ganze Absurdität der Logik dieses Gutachtens. Bleibt das alte Problem, wie lässt sich Diskriminierung beweisen? Die Experten fordern eine Auskunftspflicht. Arbeitgeber müssten etwa abgelehnten Bewerbern mitteilen, warum sie nicht genommen haben. Zu politischen Forderungen und zu Erfahrungen, die Menschen machen, die sich diskriminiert sehen, finden Sie mehr auf tagesschau.de. Japan hat der Opfer des Atombombenabwurfs durch die US-Luftwaffe auf die Großstadt Nagasaki vor 71 Jahren gedacht. Dabei waren etwa 70.000 Menschen getötet, 75.000 verletzt worden. Viele leiden auch heute noch unter den Folgen der nuklearen Strahlung. 3 Tage zuvor war Hiroshima durch eine Atombombe verwüstet worden. Auch dort gab es Zehntausende Tote. Am heutigen 4. Wettkampftag der Olympischen Spiele in Rio de Janeiro hat das deutsche Olympiateam erste Medaillen verbuchen können. Zunächst holte sich die Mannschaft der Vielseitigkeitsreiter nach fehlerlosen Vorstellungen im Springen die Silbermedaille. Einen noch größeren Erfolg erzielte anschließend Michael Jung. Der Vielseitigkeitsreiter konnte in der Einzelwertung Gold gewinnen. Der Bann ist gebrochen. Michael Jung holt mit den Vielseitigkeitsreitern die erste deutsche Medaille überhaupt. Nach Dressur und Gelände lag seine Equipe noch auf Platz 4. Dann starteten Michael Jung, Ingrid Klimke und Sandra Auffahrt eine wahre Aufholjagd. Im abschließenden Springen zeigten alle drei eine makellose Vorstellung. Der Lohn? Die Silbermedaille. Ja, wir haben gekämpft und Sam ist toll gesprungen. Jetzt freuen wir uns über die Silbermedaille. Und im Einzelwettbewerb lief es sogar noch besser für Michael Jung. Auf Sam gewann der Allrounder im Sattel sogar die Goldmedaille, sein zweites Edelmetall des Tages. Zweites Spiel, zweiter Sieg. Die deutsche Handballnationalmannschaft präsentiert sich in Rio stark. Nach dem Auftaktsieg gegen Schweden bezwang der Europameister auch den WM-Dritten Polen. Deutschland mit einem starken Keeper Andreas Wolf, der wie schon zuletzt einen Treffer erzielte. 32:29 am Ende. Das Team von Bundestrainer Sigurdsson hat einen wichtigen Schritt Richtung Viertelfinale gemacht. Und sie einen großen Sprung ins Viertelfinale des Tennisturniers. Laura Siegemund erlaubte sich im Duell gegen die Belgierin Kirsten Flipkens kaum eine Schwächephase. 6:4 und 6:3 hieß es am Ende für die Metzingerin. 2 Siege trennen Laura Siegemund jetzt nur noch von einer Medaille. Und nun die Wettervorhersage für morgen Mittwoch, den 10. August. Tiefer Luftdruck und kühle Meeresluft bescheren uns einige wechselhafte Tage. Heute Nacht gibt's mal mehr, mal weniger Wolken an den Alpen, zum Teil ergiebigen Regen, sonst einzelne Schauer an der Nordsee, auch Gewitter. Morgen meist mehr Wolken als Sonne verbreitet, sind Schauer unterwegs, mitunter auch kurze Gewitter. In Niederbayern heute Nacht bis 13, im westlichen Bergland zum Teil nur 5 Grad. Morgen Werte von 13 Grad im Sauerland bis 21 Grad am Oberrhein. Am Donnerstag zeigt sich die Sonne häufiger. Einzelne Schauer gibt's in der Osthälfte sowie in Küstennähe, im Nordwesten später Regen. Am Freitag wieder meist wolkenverhangen und gebietsweise Regen, am freundlichsten im Südwesten. Am Samstag im Norden wolkig und mitunter Regen, sonst scheint oft die Sonne.
Wir melden uns um 22.15 Uhr mit diesen Tagesthemen. Neue Freunde, was bedeutet die Wiederannäherung von Putin und Erdogan? Und nach dem Brexit, Fragen von Pina Atalay an Schottlands erste Ministerin Nicola Sturgeon. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.